Wunderschönen guten Morgen. Heute ist jetzt tatsächlich schon der letzte Tag in Glastonbury. Das heißt, ich gehe hier nochmal zum Tor hoch. Ich zeige euch, wie wundervoll die Straße hier aussieht und wie schön die Häuser aussehen. Und ja, also es war eine fantastische Zeit und ich habe so viele wunderbare, spannende, bewegende Menschen kennengelernt. Das ist wirklich super und es ist, alle haben den Ruf gehabt und wir haben uns hier verabredet und wir haben uns hier getroffen und wir haben zusammen gearbeitet, wir haben zusammen geleuchtet, wir haben zusammen gestrahlt und meine Zeit ist eben morgen vorbei. Morgen fahre ich dann weiter nach Winchester und hatte noch überlegt, ob ich verlängere und habe dann nochmal in mich reingehört, was mein Team dazu sagt und nein, nicht verlängern. Dabei bleiben und gehen, weitergehen. Es ist fertig hier. Und wie es so ist mit der Synchronizität, haben die anderen auch einen Ruf bekommen zu gehen. Das heißt, die anderen gehen jetzt auch. Spannend. Und jetzt gucken wir mal, wen ich heute noch wann und wie und wo treffe, damit wir uns noch vernetzen und die Liebe weitergeben. Und ich habe ja hier so ganz viele Armbänder an jedem Arm. Na, die anderen sind eingesperrt in der Jacke. Die kriege ich jetzt nicht raus. Aber mein Job von der geistigen Welt war, die weiterzuschenken. Und ich höre ja eigentlich gut, was die sagen. Allerdings hänge ich schon an manchen Sachen. Ich meine, ich habe mein Haus hergegeben, ich habe meine ganzen Edelsteine, ich habe alles hergegeben. Diese wundervollen Kartensets. Jetzt muss ich immer in die Geschäfte reingehen, wenn ich mir meine Karte ziehen will. Und denke dann jedes Mal, nein, ich kaufe mir kein neues Kartenset. Ich brauche kein neues Kartenset. Ich habe die gerade alle weggegeben. Ich müsste das hier alles nur tragen. Leichtes Gepäck, haben sie gesagt. Ja. Und habe mir kein Kartenset gekauft. Und dann wollte ich eben, da ist ein Herz im Beton, ein wunderschönes Herz. Mal gucken, ob man das sieht. Dum, dum, dum. Ja, ein schönes Herz auf meinem Weg. Und eigentlich wollte ich jetzt rausgehen in die Stadt und gucken, wen ich treffe. Noch ein Herz. Noch ein Herz. Und habe jetzt einen herzlichen Weg. Als sowas Schönes, das ist ja echt toll. Wollte eben gucken, wen ich treffe und dass ich dann den, meinen Freunden, meinen energetischen Mitstrahlern, die Armbänder schenke, dass ich die auf die Art und Weise weitergebe, dass wir verbunden sind, weil die verteilen sich über die ganze Welt. Wir sind über der ganzen Welt verteilt. Und es war wirklich jetzt 2, 2,5 Wochen, wie lange auch immer ich hier war, ich habe es vergessen inzwischen, eine intensive Zeit. Wir sind alle gerufen worden, wir sind alle hergekommen. Ah, da drüben sieht man das Grüne, was man sieht. Das ist Bashikoum. Bashikoum ist, Koum heißt Tal und da war ich gestern und habe, also gestern war mein Tag, das war ganz fantastisch für mich. Habe Initiationen gehabt den ganzen Tag und es war wow, es war einfach unglaublich. Aber ich war noch bei den Freunden, die sich über die ganze Welt verteilen. Das heißt, es geht dann weiter nach Indien, nach Hongkong, nach Thailand, nach Griechenland, nach Jerusalem. Es wird über die ganze Welt verteilt und einer, der hat auch ganz viele Steine, der hat große Steine dabei, richtig große Steine. Und der hat als Job von seinem Team gekriegt, seine Steine mit Bitten für Liebe und für Frieden auch wegzugeben, dem Wasser zu übergeben. Und ja, so ist alles rund. Es ist fantastisch. Und gestern früh, ja, natürlich lief auch wieder alles ganz anders, als ich geplant und gedacht hatte, war ich zuerst in der Abbey und habe dann spontanerweise, eigentlich wollte ich nur mit meiner Schwester telefonieren und frühstücken und einen Kaffee trinken, einen echten Kaffee, so mit Koffein und so,
Und ja, jetzt sägt er da sauber. Auf alle Fälle habe ich mich dann hingesetzt und habe meine weibliche und meine männliche Seite verbunden. Also jetzt warte ich mal kurz, bis ich da vorbei bin, dann muss ich mal den Adrettenarbeitern zugucken. So. Good morning. Good morning. Good morning. Na, immerhin sind das mal adrette, schicke Arbeiter. Egal, auf alle Fälle. Ja, dann mit Isis und Osiris gearbeitet und das war einfach fantastisch. Es ist lustig, mit den Kindern Englisch sprechen. Habe ich natürlich jetzt als erstmal die englischen Worte im Kopf. Und dann, it's amazing. It's so. Oh. Ja, und dann war ich eben da. Dann bin ich raus und habe noch Freund getroffen und dann sind wir haben einen Tee getrunken und dann sind wir noch in eine Kirche gegangen und also war ganz, ganz, ganz fantastisch und danach bin ich alleine weitergegangen, war eben in diesem Bushikump und habe da mein Qigong gemacht und auf einmal ist alles ganz anders rausgekommen aus mir, als ich sonst mache. Und ich habe es einfach geschehen lassen, habe es einfach gemacht. Und dann bin ich weitergegangen. Das sind so Baumhaine. Da habe ich ein Video gemacht. Von dieser wunderbaren Linde ist es übrigens. Und da unten drunter ist noch ein kleiner Hain aus Beeches. Also ich muss euch das jetzt hier auch zeigen, weil das ist so unglaublich. Das ist der Feenweg. So. Schaut mal, wie die Bäume, was sie hier für Wurzeln haben. Also es ist fantastisch einfach. Das ist der Feenweg, der hintere Weg auf den Tor. Da habe ich schon Fotos gemacht und habe die Fotos geteilt, aber ich habe noch nie den Weg gefilmt, noch nie von dem Weg Videos gemacht. Ich muss kurz unterbrechen.